Wir sind so froh, euch wieder hier zu haben. Das war echt eine zu lange Zeit ohne euch. Ja, genau. Wir sind froh, Luca, dich wieder hier zu haben. Und Etsy, dich auch. Ja, aber das ist ja wohl klar, wem das zu verdanken ist. Stefan, dir nicht. Das meine ich damit auch gar nicht. Es war Robin, der euch gerettet hat. Nur Robin. Habt ihr das verstanden? Ja, Papa, ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. Ich brauche da jetzt nicht gelobt zu werden. Doch, Robin, du hast die zwei hier nochmal befreit. Hätten wir dich nicht beim SEK, dann würde das Ganze gar nicht so gut funktionieren und es wäre ihnen bestimmt was passiert. Da hat Stefan recht. Ohne Robin wäre das Ganze nicht so klimpflig ausgegangen. So langsam wäre es an der Zeit, dass Robin eine Ehrenmedaille bekommt, so oft wie der uns schon gerettet hat. Das stimmt, aber wirklich. Ich könnte ja mal ein Ehrenvideo über Robin drehen. Ganz speziell nur für ihn mit seinen tollsten Ereignissen, die er bis jetzt geschafft hat. Das wäre eine klasse Idee, Alina. Das fände ich super spitze. Ich denke, das würde ihn auch freuen. Ach, ist schon in Ordnung. Ich brauche jetzt kein extra Video für mich, wo ihr euch bei mir bedankt. Ich mache das gerne, ihr seid ja von meiner Familie, von daher ist das Ganze selbstverständlich für mich. Ich werde jetzt gehen. Ihr seid ja jetzt hier in Sicherheit. Ruht euch erstmal aus, esst was, trinkt was und kommt mal wieder zu Kräften. Ich muss mich jetzt noch um den Clown kümmern. Er wurde nicht gefasst. Er ist irgendwo auf der Flucht und wir müssen herausfinden, wo er ist. Robin, warte mal. Was ist los, Anna? Ich denke, zwischen uns beiden ist alles gesagt, oder nicht? Nein, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ja, das hättest du aber schon früher machen müssen. Jetzt ist es mir zu spät. Du hättest dich einfach von Anfang an auf meine Seite stellen müssen. Und du hast dich gegen mich gestellt. Das macht man nicht. Du hättest mir glauben müssen. Ich weiß. Es tut mir leid. Ja, von dem tut mir leid kann ich mir jetzt auch nichts mehr kaufen. Da muss schon irgendwas anderes passieren, dass wir zwei uns einfach so wieder verstehen. Ich muss jetzt los, ich habe noch was zu erledigen. Ich muss schließlich noch an die Hintermänner kommen, sodass sowas nicht mehr passiert. Robin, bleib hier, bitte. Nein, ich muss weg. Gib ihm mal ein bisschen Zeit. Er muss sich jetzt wahrscheinlich erstmal finden und er ist noch voll in seinem Auftrag drin. Ich denke, er kriegt das in den nächsten Tagen auf die Reihe. Mach dir keine Sorgen, das wird schon wieder mit euch. Ich hoffe es sehr, ich hoffe es. Ohne ihn, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bring Etsy mal wieder nach Hause. Seine Mutter hat angerufen und der Vater, der klang auch ganz schön wütend. Komisch. Ja, der brüllt immer zu Hause rum und haut gegen die Türen, der ist voll aggro. Okay, Etsy, ich bring dich heim. Wenn was ist, ruf einfach an. Okay, Betsy, kommst du mit? Na klar, ich komm mit. Aber nach Hause zu Papa und Mama habe ich gar keine Lust. Ja, ich weiß. Ich auch nicht. Dann erhol dich gut von dem Schock, Etsy. Wir sehen uns morgen in der Schule. Ja, genau. Irgendwie hat Frau Meier auch gesagt, dass was ganz Besonderes passieren wird. Ich bin schon gespannt. Ich auch. Los, sagt schon. Wo ist der Clown? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Okay, ihr denkt wohl, ihr seid ganz schlau. Für jeden von euch, der jetzt nichts sagt, der bekommt 5 Jahre extra Haft. Ja, genau, so sieht's aus. Ah, Robin, da bist du ja wieder. Ja, genau. Hat einer geredet? Nein, keiner. Okay, ein Angebot an euch. Ein Angebot an euch. Wer mir jetzt von euch verrät, wo der Clown hin ist, der bekommt eine ganz milde Strafe im Vergleich zu den anderen. Na los, ich will was hören. Ich will meinen Job ja eigentlich behalten. Mir gefällt so gut als Förster. Wehe, du sagst was. Ich will Förster bleiben. Okay, ich werde was sagen. Ich mach's. Was? Wer will was sagen? Ich will was sagen. Ich. Setz dich wieder hin. Ja, genau, setz dich hin. Du weißt, was mit dir passiert, wenn der Chef das rauskriegt. Macht euch um euren Chef mal keine Sorgen. Den bekommen wir auch noch. Ja, genau. Okay, und wo ist der Clown? Komm mal mit rüber. Du kannst mir auch im Vertraulichen sagen. Ist das echt okay, wenn der jetzt noch zuhört? Phantom gehört zu mir. Und ich brauche ihn auch auf jeden Fall. Deshalb sag jetzt lieber, wo ist der Clown? Der Clown, genau. Also ganz genau sagen, wo er ist, kann ich's nicht, aber ich habe ein Gespräch mitgehört, da hat er mit seinem Chef telefoniert und sie wollten sich irgendwo in der Nähe vom Krankenhaus treffen, um ein Zeichen zu setzen, dass sie noch nicht verloren haben. Okay, was soll das denn jetzt heißen? Ich denke, die wollen uns irgendwas zeigen. Wahrscheinlich irgendein Anschlag oder ein Angriff. Genau, und dazu kann ich auch noch sagen, dass er einen Koffer mitgenommen hat. Und was war in dem Koffer? Oh nein, oh nein, oh nein. Er wird's verraten, er wird's verraten. Sei ruhig. Eine ganze Menge Sprengstoff. Irgendwas wollte er damit machen, ich kann's euch nicht sagen. Also er ist grob in die Richtung vom Krankenhaus unterwegs mit dem Tunnel. Okay, dann wissen wir ja ungefähr, wo wir hingehen könnten. Na gut, Phantom, kommst du mit? Ja, genau. Langfinger sollte auch mitkommen. Wo
Wo ist der überhaupt? Ich komme schon. Okay, danke, Förster. Setz dich wieder hin, du wirst auf jeden Fall eine mildere Strafe bekommen. Wenn du dich jetzt nicht mehr zu ihnen setzen willst, ist das auch okay. Ja, ich setze mich lieber hier hin. Wenn ihr den Förster gleich wegbringt mit den anderen Gefangenen, bringt den Förster in die Polizeistation, nicht in die SEK-Station. Die hier kommen in die Zellen in die SEK-Station. Oh Mann, das hätte ich auch machen sollen. Robin, ich liebe... Ach, spar dir das. Los, bringt sie weg. Und Phantom und Langfinger, wir machen uns auf den Weg zum Krankenhaus. Los, kommt! Freut mich, dich endlich zu treffen. Jo, was gibt es denn jetzt noch zu besprechen? Du weißt doch, was zu tun ist. Ja, klar weiß ich das. Aber wie machen wir weiter? Es ist alles geplant. Mach dir keine Sorgen. Ich denke, wir kriegen das noch hin. Es gibt noch einen Notfallplan, der jetzt aktiviert wird. Du weißt, was du zu tun hast. Wir sehen uns spätestens am Flughafen. Richtig. Sehr gut, dann muss ich rein. Mir wurde gesagt, dass ein Teil der SEK-Beamten abgezogen wurde. Ich denke, sie sind auf dem Weg hierhin. Okay, alles klar, dann bin ich weg. Jetzt wird's gleich knallen. Überraschung. Was für komische Typen. Ein Clown und der Weihnachtsmann. Was machen die denn im Sommer bei uns? Vielleicht sind die für die Kinderstation da oder so. Kann man ihnen irgendwie helfen? Nein. Doch, klar können sie mir helfen. Ich bin weg. Okay, tschüss. Wir wollten den Weihnachtsmann aber jetzt nicht vertreiben. Ja, genau, das wollten wir wirklich nicht. Kein Problem. Wo ist denn die Kinderstation? Die ist ganz oben, glaube ich. Ja, die ist ganz oben. Okay, nee, das ist mir zu hoch. Dann, wo ist denn die... Okay, ich habe es mir schon anders überlegt. Ich werde in den ersten Stock gehen. Dort ist doch der Röntgenraum, oder? Ja, genau. Was wollen Sie denn da? Ich bin heute hier, um die Kinder zu belustigen. Okay, dann viel Erfolg. Alles klar, werde ich haben. Viel Spaß auch euch mit dem Feuerwerk. Hä? Was denn für ein Feuerwerk? Cool, heute gibt's ein Feuerwerk. Sehr geil. Zum Glück habe ich der Pilotin nicht geholfen. Die ist mit den Verbrechern unterwegs. Oh ja, so komisch. Seltsam, dass jemand so Gutes auf einmal so böse werden kann. Wie als wenn sie beeinflusst werden würde oder unter Druck gesetzt wird. Ja, das war echt seltsam. Aber wir sollten die Maschine wieder startklar machen, falls sich irgendwo ein Notfall ereilt. Das machen wir jetzt. Komm, dann machen wir die Maschine mal fertig. Alles klar, los geht's. Im Moment ist ja auch sowieso relativ wenig hier los. Das stimmt. Robin, wie gehen wir jetzt weiter vor? Keine Ahnung, wir fragen erstmal, ob irgendjemand einen Clown gesehen hat. Entschuldigung, kommt ihr mal rüber? Ja, was gibt's? Wie können wir dir helfen? Habt ihr zufälligerweise einen Clown gesehen? Ja, der war gerade noch... hier, aber jetzt ist er weg. Er ist wahrscheinlich schon ins Krankenhaus gegangen. Was? Er ist gerade erst rein ins Krankenhaus? Okay, wollt ihr zwei das übernehmen? Ich sichere hier außen alles ab. Ich rufe den Rest hier hin und auch noch mehr Verstärkung. Alles klar, das übernehmen wir. Komm, Langfinger. Ja, den schnapp ich mir. Wieso? Was ist denn mit dem Clown? Der war eigentlich ganz nett und ein Weihnachtsmann war auch noch dabei. Was? Ein Weihnachtsmann? Okay. Der ist ein schwerer Verbrecher. Der hat übrigens Kinder entführt und er hat irgendwas hier im Krankenhaus geplant. Oh, okay. Sollen wir das Krankenhaus evakuieren? Nein, braucht ihr nicht. Gut, denn im Moment ist sowieso nicht so viel los. Von daher ist das okay. Na gut, komisch, dass der Clown dann ins Krankenhaus kommt. Er weiß doch, dass hier nichts los ist. Vielleicht weiß er das nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal den Ausgang hier unten sichern. Bitte fahr dein Fahrzeug weg. Okay, machen wir. Hier kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus. Marcel, es sieht echt gut aus. Du findest dich auf dem Weg der Besserung. Ich denke, bald könnten wir vielleicht versuchen, die neue Technik bei dir anzuwenden. Vielleicht ist es dir dann möglich, wieder irgendwann zu laufen. Echt? Es wäre ja der Hammer. Wow! Aber nicht zu viele Hoffnungen machen. Wir wissen nicht, ob es funktioniert und wir können dir nichts versprechen. Ist okay, Hauptsache, es gibt wieder eine neue Möglichkeit, dass ich vielleicht wieder gehen kann. Entschuldigen Sie, ich möchte ja nicht Ihr frohes Familienbeisammensein hier unterbrechen, aber ich habe eine Frage. Was kann ich für Sie tun? Es geht darum, dass ich gerne wissen möchte, ob ich hier zündeln soll oder unten. Wie, ob Sie hier zündeln sollen oder unten? Ja, ich sollte hier ein Feuerwerk veranstalten für die Kinder. Ja stimmt, das war hier auf dem Stockwerk. Okay, dann programmieren Sie mal alles, ja? Aber beeil dich ein bisschen. Wir müssen weg hier. Ja, ich mach ja schon. Ja, es sieht gut aus. Was? Ich höre gerade von unten. Wir müssen den Clown kriegen. Der Clown ist oben. Ja, der Clown ist oben. Verdammt, das ist mein Bruder. Was macht der hier drinne? Ich werde mich darum kümmern. Du programmierst hier alles und sprengst dann hier alles gleich in die Luft.
Ja, was hat er gesagt? Springt hier gleich alles in die Luft? Nein, da musst du dich verhört haben. Das hat der Arzt nicht gesagt. Nein, das wird er ja bestimmt nicht sagen. Garantiert nicht. Wo ist mein Bruder? Los, bringen Sie mich zu meinem Bruder. Ja, sagen Sie uns, wo ist der Clown? Achtung, geht in Deckung, denn jetzt knallt's gleich. Versteckt euch lieber da hinten. Geht hinter die Wand, los. Warum das denn? Machen Sie schon. Und ich verdampfe. Er war im oberen Stockwerk, da habe ich ihn gesehen. Sehr gut, okay. Danke für den Tipp. Dann nichts wie hoch. Komm, Langfinger. Ja, jetzt schnappen wir ihn uns. Mann, mein Bruder kriegt eins auf die Mütze. Und ich verschwinde jetzt besser auch. Gleich wird's knallen und da darf ich nicht mehr hier sein. Was haben wir denn hier? Das sieht doch schon mal verdächtig aus. Ja, finde ich auch. Aber wo ist mein Bruder? Gehen Sie in Deckung. Schnell. Gleich macht's Boom. Ja, Phantom und Langfinger, begebt euch in Deckung. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Komm, Phantom, wir müssen schnell weg hier. Gleich knallt's. Wow, verdammt, das war knapp. Wir müssen schnell hier rauskommen. Okay, okay, okay. Langfinger, was machen wir jetzt? Der Weg nach unten ist versperrt. Ja, aber komischerweise brennt's hier nicht. Komisch, aber nach unten kommen wir nicht mehr. Dann müssen wir nach oben. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen Ausweg. Hilft mir, aber tragt mich auch hoch. Ja, das machen wir. Keine Sorge. Ich überspringe als Erster. Der muss als Erstes hier rauskommen, okay? Entschuldigung. Ich müsste mal ganz kurz durch. Warum? Was ist denn? Ja, genau. Warum wollen Sie als Erstes? Ja, das ist, ich springe als Erster. Nein, geh weg. Hey, was soll denn das? Ich bin der Erste, der abhaut. Und tschüss. Bis dann. Oh mein Gott, er ist wirklich gesprungen. Aber ihm scheint nichts passiert zu sein. Na gut, kommt, dann müssen wir auch springen. Das ist schon ganz schön hoch. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Los, wir müssen. Los, kommt. Auf einmal stürzt das Haus noch ein. Zahnarzt, spring oder lass es sein. Okay, ich springe schon. Und hepp. Zur Seite. Ja, macht Platz. Wir müssen Marcel als Erstes retten. Ja, bringt mich hier irgendwie heil runter. Wie wollt ihr das denn machen? Ach, das kriegen wir schon hin. Komm raus, Marcel. Ich wollte gerade springen. Nein, natürlich springt der Junge als Erstes. Los, kommen Sie schon. Ich hab Angst, das ist so hoch. Ach, mach dir keine Sorgen. Ich bin schon von viel höheren Häusern gesprungen und hatte unten kein Luftkissen, das mich auffängt. Los, komm, wir springen. Okay, aber wirklich nur, wenn es sein muss. Wir kommen sonst nicht mehr hier raus. Okay, dann springt ihr mit mir zusammen. Ja, klar. Auch wenn wir den Clown verloren haben. Ich und du und das Phantom kommen heil hier runter. Na komm. 1, 2 und 3, komm. Wuhu! Was war das denn? Wie cool. Noch ein Kaffee gefällig? Ach, warum habe ich überhaupt meine Kaffeetasse noch in der Hand? Gut, dann springe ich jetzt als Nächstes. Nein, wir springen alle zusammen. Auf 3. 1, 2 und 3. Guck, es hat alles geklappt, Marcel. Ah, wir sind sicher aufgekommen. Ja, sehr gut. Mann, zum Glück ist euch nichts passiert. Puh, das war aber echt knapp. Zum Glück seid ihr gesprungen. Klasse, dass ihr euch alle getraut habt. Habt ihr zufällig einen Clown gesehen? Nein, im Krankenhaus war kein Clown. Willst du uns gerade reinlegen? Wir sind da gerade in ein Gebäude reingegangen, was in Schutt und Asche gelegen hat fast. Und du fragst uns nach einem Clown? Ja, das ist keine dumme Frage. Wir sind auf der Suche nach einem Schwerverbrecher. Und er sieht aus wie ein Clown, hast du verstanden? Oh, okay. Tut mir leid, Robin. Ich wollte nicht so... Ja, besser ist es. Überleg dir das nächste Mal, was du für eine Frage stellst. Denkst du, ich suche zum Spaß nach einem Clown? Oh, die scheinen ganz schön angespannt zu sein. Gut, dass alles glatt gelaufen ist. Die Botschaft ist angekommen. Wir lassen uns nichts gefallen. Jeder Bereich dieser Stadt ist mit einem Freund von mir durchsetzt. Wir werden alles unter Kontrolle bringen, auch wenn wir jetzt einen Großteil unserer Mannschaft verloren haben. Wir kommen wieder. Das ist sicher. Und dann stärker als jemals zuvor. Wir brauchen neue Waffen, neue Kollegen und alles zusammen. Halte die Stellung hier. Das werde ich machen. Aber dafür will ich königlich bezahlt werden, okay? Ja, wirst du schon. Ich treffe mich jetzt mit dem Weihnachtsmann, wenn du weißt, was ich meine. Oh, ist der in der Stadt? Ja, stell dich nicht doof an, sonst kriegst du es mit ihm zu tun. Okay, ich werde jetzt wieder... Geh schnell, Robin kommt. Oh Mann, ey, hast du was von einem Clown gesehen? Nee, keine Ahnung. Am besten versteckt er sich noch hier um die Ecke. Das wär's ja noch. Ja, genau, das wär's ja noch. Nee, komm, wir gehen mal rüber zum Sprungtuch. Gucken, ob alles gut gelaufen ist. Okay. Ja gut, komm, dann gehen wir rum. Oh, ich muss diesen Clown finden. Er hat sich sehr, sehr gut angestellt, mich in diese Falle zu locken.
Mann. Irgendwie werde ich ihm noch auf die Schliche kommen. Aber ich habe das Gefühl, als ob ich weit von ihm entfernt bin und ich keine Chance habe, irgendwie einen Moment an ihn dran zu kommen. Ja, der ist anscheinend echt gut. Wieso, kennst du ihn? Nee, Quatsch, den kenne ich nicht. Was ein Trottel. Einfach den Mund halten, das war sein Job. Wieder nichts gefunden. So langsam nervt's mich. Ja, mich auch. Und wir waren ihm so dicht auf den Fersen, wir hätten nur 5 Minuten schneller sein müssen. Aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen. Wir haben ihn langsam. Er wird uns noch ein paar Schritte voraus sein, aber das holen wir noch auf. Wir kriegen ihn, da bin ich mir sicher. Und das ist schon bald soweit. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ich einen Clown in der Stadt versteckt halten kann. Der ist doch so auffällig. Ja, das stimmt. Und ich glaube, ich weiß auch, was wir als nächstes machen müssen. Und was? Warte ab. Diesmal verrate ich meinen Plan lieber nicht. Denn ich werde den Clown kriegen. Da bin ich mir sicher. Robin, wir haben oben einen Laptop gefunden. Dort war eine Datei draufgeladen, die gezeigt hatte, dass ein Flug in den nächsten Stunden von unserem Flughafen ausgeht. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Clown zu tun. Vielleicht will er flüchten. Okay, wir werden der Spur nachgehen. Ich habe noch einen weiteren Hinweis in diese Richtung. Jetzt reicht's. Alle Teams werden zusammengezogen. Und zwar am Flughafen.